Wir kennen das. Duschgel, Shampoo und Conditioner ohne Ende auf dem Badewannenrand. Das Tolle, all diese Produkte kann man zweckentfremden. Welche Beauty-Hacks es gibt und ob die was taugen, testen Amelie und Rick für uns. Beauty-Hack Nummer 1. Rasieren mit dem Conditioner. Amelie und Rick haben im Netz gelesen, dass man Haarspülung nicht nur zum Waschen, sondern auch zum Rasieren benutzen kann. An Conditioner mangelt es in der WG nicht, also rauf damit aufs Bein und den Bart. Conditioner soll den Rasierer leichter gleiten lassen und Feuchtigkeit spenden. Hat der Rasierschaum also ausgedient? Ich find's super. Ist glatt wie ein Babypopo. Wenn man keinen Rasierschaum hat, kann man es auf jeden Fall anwenden. Was macht dein Bein? Ja, bei mir auch. Also es pflegt gut, fühlt sich gut an, riecht vor allem sehr lecker und das Praktische ist, im nächsten Urlaub muss ich dann nicht nochmal eine extra Dose Rasierschaum mitnehmen, weil Conditioner habe ich eh dabei. Conditioner weicht genau wie Rasierschaum die Härchen auf und spendet der Hautfeuchtigkeit. Dieser Beauty-Hack ist also top. Beauty-Hack Nummer 2. Abwaschen mit Duschgel. Rick will endlich Platz schaffen und die zahlreichen Duschgels von Amelie loswerden. Laut Internet soll Duschgel wunderbar als Fettlöser funktionieren. Der Abwasch ist in der WG täglich fällig, also macht sich Rick mit einer Auswahl an bunten Fläschchen ans Werk, um den dreckigen Tellern den Kampf anzusagen und gleichzeitig Platz im Badezimmer zu schaffen. Ich find's gut, dass man sich den Duft aussuchen kann. Es kann nach Junge oder Mädchen riechen. Es wird auf jeden Fall sauber. Das Krasse ist, es schäumt zwar ziemlich viel, man muss es erstmal wegkriegen, aber also ich würde es immer wieder empfehlen und auch immer wieder machen. Wenn ich jetzt nichts hätte, würde ich es sofort nehmen. Duschgel enthält ähnliche Inhaltsstoffe wie Spülmittel. Deshalb löst es den Schmutz nicht nur auf der Haut, sondern auch auf dem Geschirr. Top! Beauty-Hack Nummer 3. Mit Zahnpasta Fingernägel aufhellen. Die Nägel sind blitzeblank und sauber. Amelie träumt wie jede Frau von hellen, strahlenden Fingernägeln. Ein Hausmittel könnte jetzt die Lösung sein. Denn angeblich soll man seine Fingernägel mit Zahnpasta aufhellen können. Bei ihrer Maniküre will die Studentin das ausprobieren. Einfach die Zahnpasta in die Fingernägel einmassieren. Das ist auf jeden Fall eine schmierige Angelegenheit. Es brennt auch so ein bisschen im Nagel. Sieht eher blöd aus bisher. Jetzt heißt es warten. Rund 10 Minuten muss Amelie die Zahnpasta auf ihren Fingernägeln einwirken lassen. Also ich sehe da keine Aufhellung oder irgendwas. Ich würde das nicht nochmal machen und nicht weiterempfehlen. Das bringt nichts. Nägel aufhellen mit Zahnpasta. Ein klarer Flop. Beauty Hack Nummer 4. Mit Rasierschaum Flecken entfernen. Wäre doch praktisch, oder? Beim Schminken oder Zähneputzen kann es ganz schnell passieren. Ein lästiger Fleck auf dem T-Shirt. Jetzt muss nicht gleich die Waschmaschine herhalten, denn Flecken sollen angeblich auch mit Rasierschaum rausgehen. Den gibt es in der WG noch und nöcher. Also machen Amelie und Rick die Probe aufs Exempel. Also bei mir überdeckt der Rasierschaum den Fleck und kann momentan noch nichts feststellen, aber wahrscheinlich muss man es erstmal rauswaschen. Ich sehe immer noch den Fleck, wenn ich hier den ganzen Rasierschaum wegmache. Allein diese Idee, mit Rasierschaum Flecken wegzumachen, ich wäre da nicht drauf gekommen. Der Rasierschaum sollte etwa 10 bis 15 Minuten einwirken. Erst dann alles gründlich mit lauwarmem Wasser ausspülen. Taugt Rasierschaum als schnelle Wäsche zwischendurch? Also ich weiß gerade nicht, wo mein Fleck war. Und bei mir ging er raus und ich sehe ihn nicht mehr. Also hat funktioniert. Bei mir auch. Also der Fleck ist echt rausgegangen aus diesem weißen Top. Ich hätte es nicht gedacht, dass das mit Rasierschaum funktioniert. Ich finde es richtig gut. Das nächste Mal, wenn ich mich wieder für eine Party fertig mache und sowas passiert, werde ich das auf jeden Fall wieder mit Rasierschaum machen, dann kurz trocken föhnen und also es ist einfach raus, komplett. Genau wie Textilreiniger enthält Rasierschaum spezielle Seifen, die Schmutz lösen. Flecken entfernen mit Rasierschaum, top. Beauty-Hack Nummer 5. Haare andersrum waschen. Erst Conditioner, dann Shampoo. In den USA ist das schon der letzte Schrei. Das sogenannte Reverse Washing, also erst die Spülung benutzen und dann das Shampoo.
Genau das will Amelie natürlich ausprobieren. Denn laut Internet soll es die Haare weniger beschweren und mehr Glanz bringen. Mal schauen, ob das funktioniert. Amelie ist skeptisch. Ihre Haare sind längst nicht so geschmeidig wie sonst und lassen sich schwer kämmen. Aber vielleicht stellt sich ja der Wow-Effekt erst ein, wenn die Haare trocken sind. Das Kämmen, das ist echt anstrengend, wenn man das so rum macht. Es hat richtig geziebt in der Kopfhaut, aber ich muss sagen, also ich habe echt das Gefühl, dass meine Haare viel mehr glänzen und dass ich auch mehr Volumen habe. Erst Spülung, dann Shampoo, top! Beauty-Hacks aus dem Internet, alles in allem eine extrem nützliche Sache. 4 von 5 getesteten Zweckentfremdungen sind wirklich praktisch und sorgen in Zukunft auf jeden Fall für mehr Platz auf dem Badewannenrand. Nein, der Face Slimmer verspricht, wie der Name verrät, ein schlankeres Gesicht. Einfach zwischen Lippen und Kiefer schieben und dann 3 Minuten lang verschiedene Buchstaben laut aussprechen. Sieht super komisch aus und ist gar nicht so leicht.